Meine liebsten Katzengeschichten. Geschichte 3. Meine schönsten Katzengeschichten am Wasser. Zwei Kätzchen, die zarte Jenny und der Kater Johnny, sind gute Freunde. Eines Tages beschließen die beiden, die Umgebung etwas näher zu erkunden und entdecken einen Teich, wo Rex, einige Schwäne, Enten und viele Schwalben sich wohlfühlen. »Komm, lass uns näher zum Wasser gehen«, sagt Johnny. »Vielleicht erwischen wir einen zarten Fisch. Aber wie stellen wir das an?« Und so hüpfen die beiden von Blatt zu Blatt, während der Frosch und der Eisvogel die Fremdlinge beobachten. Sogar die Libelle wundert sich über das Geschehen. Irgendwie stellen sich die beiden aber sehr ungeschickt an. Und die Fische lachen ihnen ins Gesicht. Sie sind ziemlich sicher, dass ihnen nichts geschehen kann und jagen unbehelligt die Mücken. Die Schwanenmutter bringt trotzdem ihre drei Jungen unter ihrem Federkleid in Sicherheit. Es dauert nicht lange. Die Äste geben nach und beide Helden platschen in den Teich. Da freuen sich aber die Fische. Der Enterich sucht sofort das Weite, auch der Frosch kann seine Schadenfreude nicht verbergen. Jenny und Johnny rudern mit ihren Pfoten so kräftig, dass sie gleich wieder an die Wasseroberfläche kommen. Schnell war die Schwanenmutter zur Stelle, die das ganze Treiben beobachtet hat. »Wir werden dich sicher nicht kratzen, wenn du uns rettest«, rufen die beiden. Auf ihrem Rücken bringt die Schwanenmutter die Kätzchen ans Ufer und ratet ihnen, nie wieder in die Nähe des Ufers zu kommen, während alle drei Jungen ängstlich schnattern und auf sie warten. Jenny und Johnny bedanken sich für die Hilfe. Die hüpfenden Fische haben es ihnen angetan und es dauert nicht lange, da haben sie den guten Rat vergessen. Schnell hüpfen sie auf einen im Wasser vorbeitreibenden Holzstamm. Die Schwanenfrau wundert sich über die beiden ungehorsamen Kätzchen und denkt, das kann aber nicht gut gehen. Das Holz treibt mit ihnen Richtung Wasserfall, wo es an einem Stein mit einem Ruck hängen bleibt und beide fliegen mit lauten Miauen wieder in das kühle Nass. Auch Bello, der eine Angel bewacht, wundert sich über die zwei. Auch der Biber versucht eiligst an das Ufer zu kommen und sich in Sicherheit zu bringen. Blitzschnell ist Bello zur Stelle, schnappt das Netz und fischt die beiden nassen Kätzchen aus dem Wasser. Der Biber hilft auch mit, das Gleichgewicht zu halten, denn alleine würde es der Hund nicht schaffen. Der Enterich schimpft, bleib doch endlich am trockenen Ufer, bevor noch Schlimmeres passiert. Die beiden abenteuerlustigen Kätzchen haben versprochen, nie wieder in die Nähe des Wassers zu gehen.